Militärflugplatz Fürstenfeldbruck bei München. Dieses Bild zeigt eines der größten Desaster der Nachkriegszeit. Damals kommen hier auf dem Militärgelände 9 Israelis um, die vorher gekidnappt wurden, und 3 Terroristen. 1972, da gibt es im September die Olympischen Spiele und sie enden in einer furchtbaren Katastrophe. Damals wird die GSG 9 gegründet, denn der Einsatz der Polizei hier ist gründlich schiefgegangen. Wir sprechen mit dem Kommandeur der GSG 9, Ulrich Wickler. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ich war Verbindungsoffizier des Bundesgrenzschutzes beim Minister. Ich, eine Art Adjutant, würde man heute sagen. Nicht? Und ich war. Kurz bevor ich hierher kam, war ich bei der NATO in Rom. Und Genscher hat mich dann zurückgeholt, nicht, von diesem NATO-Lehrgang. Und als ich hierher kam, war ich entsetzt über das, was ich dort gesehen habe. Nicht? Also, ich war immer taktisch sehr interessiert während meiner gesamten Laufbahn. Wenn irgendwo eine Übung gemacht wurde, dann hieß es immer, das macht der Wegner. Nicht? Und deswegen habe ich die Vorbereitung der Polizei hier für diesen Einsatz habe ich für unmöglich gehalten. Nicht? Jetzt muss man denjenigen, die damalige Zeit nicht erlebt haben, sagen, das war eine Zeit, in der man die klassische Antiterrorarbeit so noch gar nicht kannte. Zumindest nicht in der Form, wie wir sie jetzt nach 2001, den Angriffen in New York kennt. Das waren ja normale Schutzpolizisten zum Teil, die hier schützen sollten. Da haben Sie natürlich völlig recht. Die waren natürlich nicht dafür ausgebildet, Terroristen zu bekämpfen, da keine Frage. Nicht? Aber man hätte vieles doch besser machen können. Nicht? Wenn man alleine taktische Grundbegriffe eben angewendet hätte, eine Beurteilung der Lage gemacht hätte und dann eine taktische Entscheidung getroffen hat. Aber das alles fand ja gar nicht statt, sondern man meinte, man müsste das sofort aus dem Ärmel schütteln und ohne eine gewisse Vorbereitung, ohne die Leute vorzubereiten und so weiter und so weiter. Nicht? Und dann vor allen Dingen, was mich also empört hat, war in der Connolly-Straße, dass man dort auch das Publikum nicht ferngehalten hat. Das ist der Ort, an dem die Geiselnahme stattfand. Ja. Hier ist das passiert, was wir als schwarze Stunde der Nachkriegszeit bezeichnen. Ja, das ist richtig. Die schwarze Stunde fing schon in der Connolly-Straße an, nicht, wie gesagt. Und hier ist natürlich, kam das also dann zu dieser Katastrophe. Nicht, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich stand oben im Tower mit dem Minister und wir haben das alles hautnah erlebt. Nicht? Was ist hier wirklich schiefgegangen in Fürstenfeldbruck? Ja, es ist einmal schiefgegangen, dass man, es stand da vorne ja in 100 Meter Entfernung von hier, eine Maschine der Lufthansa, der eine 727. Und das hatte man ja abgesprochen mit den Terroristen, dass die Terroristen ausgeflogen werden sollten. Nicht? Und bloß die Besatzung war gar nicht mehr da. Die sind weggenommen, rausgegangen, weil sie eben keine Opfer spielen wollten. Nicht? Und dann kam es, die Terroristen merkten natürlich, dass man sie da betrogen hatte oder wie man es auch nennen will. Und haben daraufhin sofort das Feuer eröffnet. Nicht? Als sie merkten, dass man sie hier in eine Falle locken wollte. Aber das, was hier zur Verfügung stand, war ja ein, sagen wir mal, nicht ganz professioneller Rahmen. Es soll hier 5 Schützen gegeben haben, richtig, die sollten richtig die Terroristen erschießen bzw. überwältigen. Ja. Das ist aus der Nachschau eine völlig amateurhafte Aktion. Ja, natürlich. Es fing schon damit an, dass die Anzahl der Terroristen ja gar nicht bekannt war, offensichtlich. Und dass es erst zu spät erkannt wurde, dass es mehr Terroristen waren, als die Polizei eingesetzte Scharfschützen hätte nun bewegen können dabei. Nicht? Und damit fing der Spaß schon an. Nicht? Und dann hat man also, kam es zu einem Feuergefecht hier in dem Vorfeld des Tower. Und hier vorne standen ja diese Hubschrauber, die 3 Maschinen des Bundesgrenzschutzes. Und es kam dann zu einem erheblichen Feuergefecht, wie gesagt. Der Minister und ich, wir saßen da oben im Kommandeursraum
Und ich habe dann dem Minister gesagt, Herr Minister, ich bitte Sie da sofort volle Deckung zu nehmen. Und wir haben es dann unter den Schreibtisch gelegt, weil es überall kamen Einschläge aus den terroristischen Waffen. Unter anderem fielen also so ein paar Glasscherben runter von einem Schrank dort und so weiter. Nicht? Also das Sie Ganze. Sie hatten persönlich auch Angst um Ihre Sicherheit, als Sie da waren. Naja, natürlich. Ich habe vor allem Angst, dass sie den Minister erwischen würde da oben. Da, nicht? Und das konnte ja wohl nicht, das durfte ja wohl nicht passieren. Nicht? Und ich habe dann kam es also plötzlich zu einer Feuerpause nach einem Feuergefecht, das ungefähr so 10 Minuten gedauert hat. Und in dieser Feuerpause passierte gar nichts. Nicht? Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich bin dann aus dem Raum raus und bin die Treppe runtergegangen. Unten lag eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei. Und ich habe dann den Hundertschaftsführer gefragt. Ich sage, sagen Sie mal, wollen Sie jetzt nicht endlich mal was tun? Oder ihr müsst doch eingreifen jetzt. Ihr müsst doch irgendwas tun. Holt doch die Überlebenden aus dem Hubschrauber. Nicht? Daraufhin sagte der mir eine klassisch deutsche Antwort, ich habe keinen Befehl. Die Terroristen sind vor allen Dingen dadurch umgekommen, dass eine Handgranate explodiert ist in dem Hubschrauber. Es waren wahrscheinlich nicht nur eine Handgranate, sondern es waren mehrere Handgranaten, die geworfen wurden in die Hubschrauber rein und die dann die Hubschrauber in Brand setzten. Und die Überlebenden wurden teilweise durch die Handgranatensplitter und durch die Terroristen selbst getötet. Nicht? Es soll einer von den Israelis mindestens umgekommen sein durch Verletzungen der Lunge, durch Rauch. Ja, ja. Das heißt, man hat auch gar nicht richtig reagiert, obwohl man hätte reagieren können und retten können. Eben. Man hätte sofort einige Sturmtrupps einsetzen können, die an die Hubschrauber angegangen wären und dort die Überlebenden hätten rausholen müssen. Nicht? Wir haben das ja später mal nachgespielt mit der GSG 9. Nicht? Und das war für mich eine unmögliche taktische Situation. Nicht? Hans-Dietrich Genscher mit Ihnen unter dem Schreibtisch, sehr schnell mit Ihnen einig, dass man eine Antiterroreinheit gründen muss. Das ist innerhalb ja fast schon weniger Tage geschehen, die Gründung der GSG 9. Ja, das ist richtig. Und, wie gesagt, der Minister war selber traumatisiert und ich war auch natürlich derart mitgenommen durch dieses Unvermögen und diese unmögliche Vorgehensweise der Polizei hier, dass ich dem Minister auf dem Rückweg nach München schon gesagt habe im Auto, ich sage, das darf uns nicht nochmal passieren. Nicht? Wir müssen etwas tun und wir müssen, und er war ja leichenblass und war sehr, sehr mitgenommen. Und da kam es ja dann zu dieser unmöglichen Pressekonferenz, Sie erinnern sich. Im ersten Teil hat man dann erklärt, alle Geiseln sind gerettet und was sich nachher als Falschmeldung erwies. Und im zweiten Teil wurde dann alles zugegeben. Der bayerische Innenminister hat ja dann erklärt, dass es zu diesem Fiasko gekommen war. Und ich habe dann dem Minister gesagt, wir müssen uns dazu entschließen, jetzt eine neue Einheit aufzubauen. Nicht? Und er sagte, ja, vielleicht beim Bundeskriminalamt nicht. Ich habe gesagt, auf keinen Fall beim Bundeskriminalamt. Nicht? Sondern wir wollen eine Truppe haben, die man unter jeder Legende einsetzen konnte. Mhm. Nicht? Und er hat mir dann zugestimmt. Nicht? So kam es dann zum Beschluss der Bundesregierung noch in München nicht? Zur Aufstellung der GSG 9. Sie wurden Kommandeur. Ja. Und was war Ihr erster Schritt? Was mussten Sie jetzt machen? Ich darf Ihnen dazu sagen, dass ich gleich dem Minister gesagt habe, ich bin so mitgenommen durch diese Ereignisse hier in Fürstenfeldbruck und München, ich möchte diese Einheit kommandieren und aufbauen. Und da sagt er, da haben Sie sich aber was davor vorgenommen, aber sagt er, ich stimme Ihnen zu. Nicht? Und mein erster Schritt war, dass ich mir natürlich einige Offiziere herausgesucht habe aus dem Bundesgrenzschutz, die ich kannte, und denen gesagt habe, wir machen jetzt mal ein Brainstorming und versuchen jetzt, uns etwas vorzustellen, wie diese Einheit aussehen würde. Es gab ein Vorbild. Ja. Und das haben Sie auch besucht, nämlich die Israelis. Ja, die waren ja mitten in einer Situation, wo sie ständig damit rechnen mussten. Und da haben Sie sehr viele Dinge kennengelernt, die man auch übertragen konnte. Ja, das ist richtig. Also das war natürlich der zweite Schritt. Nicht? Wie gesagt,
Ich habe dann dem Minister vorgeschlagen, das war ja keine Selbstverständlichkeit, dass ich nach Israel gehen wollte. Und er antwortete, ich höre ihn heute noch sagen, sagt er, na, da haben sich aber etwas vorgenommen. Und natürlich wusste ich, dass die Israelis nicht begeistert waren, ausgerechnet einen deutschen Offizier da zu empfangen und mit denen zu arbeiten. Aber ich hab den Israelis innerhalb kürzester Zeit, ich war fast ein Vierteljahr dort, ne? Fast 8 Wochen, ja, etwas mehr als 8 Wochen. Und ich habe den Israelis dann klargemacht, dass wir, nachdem ich zuerst nicht gerade große Begeisterung hervorgerufen habe, als ich eintraf, habe ich ihnen klargemacht, wenn wir in Zukunft etwas gegen den internationalen Terrorismus erreichen wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Und deswegen bin ich hier. Und das hat auch nachher hervorragend geklappt. Ich habe sehr viele Freunde heute in Israel und ich war zigmal in Israel in der Zwischenzeit. Und die Israelis hatten großes Vertrauen nachher zu mir. Ich bin zum Beispiel vom israelischen Generalstabschef bei der Aktion Peace für Galiläa eingeladen worden, mit in den Libanon zu gehen. Nicht? Und das sind alles so Sachen, die man ja nur mit vertrauten Freunden machen kann. Was war denn Ihr Gefühl, als Sie nach Israel gingen? Sie haben gerade schon gesagt, da kommt ein Deutscher, da kommt jemand, der zwar von den Israelis was lernen will, aber das war ja nun ein sehr gespanntes Verhältnis. Ja, natürlich, weil die haben in den ersten Tagen, es waren sehr bekannte Leute darunter, die unter anderem Ehud Barak. Ne? Ja, ja. Und die haben also in der ersten Zeit überhaupt nicht mit mir gesprochen. Nicht? Die waren so auf Aversion, weil eben nach ihrer Auffassung die Deutschen völlig versagt hatten. Und ich habe ihnen dann klar gemacht, denn nach einigen Tagen haben wir uns mal abends zusammengesetzt und ich habe ein sehr kameradschaftliches Verhältnis dann erreicht. Indem ich ihnen sagte, wir wollen zusammenarbeiten in Zukunft. Und das geht nur, wenn ihr uns helft jetzt, nicht? Und wenn wir das zusammen entwickeln. Nicht? Herr Wegner, als Sie nach Israel kommen zu den Kommandoeinheiten, was können Sie von denen ja quasi sofort übernehmen? Was können Sie von denen lernen? Ja, diese unkonventionelle Kampfführung, das war eigentlich das A und O. Wir konnten natürlich vieles nicht übernehmen, weil in Israel eine andere Situation war da als in Deutschland. Aber die unkonventionelle Kampfführung, die haben wir übernommen. Und die haben wir auch in Deutschland dann weiter ausgebaut, so dass uns also praktisch keine terroristische Bedrohung mehr überrascht hat. Das darf ich ganz offen sagen, um es mal allgemein festzulegen. Sie haben ja selber dann auch in den Büchern Richtung Mao etc., Stadtguerilla gelesen, um auch zu verstehen, wie Terroristen denken. Ja, natürlich, das war ganz wesentlich. Wie denken Terroristen eigentlich, nicht? Und so haben wir als eine der typischen Vorschriften der Stadtguerilla, das Handbuch für die Stadtguerilla zum Beispiel von Carlos Marighella, das war eine ständige Vorschrift bei uns. Als Sie mit den Israelis zusammen waren, von denen Taktik sich anschauen konnten, was machte deren spezielle Fähigkeit aus? Ja, das war eben diese unkonventionelle Kampfführung, die Taktik, das Vorgehen. Das richtete sich je nach dem Ort, wo der terroristische Überfall stattfand. Und genauso haben wir das auch gemacht. Dass wir uns je nachdem, wie die Lage war an dem entsprechenden Ort, wo der terroristische Überfall stattfand, danach haben wir uns gerichtet. Und danach sind wir vorgegangen. Und das hat sich bisher hundertprozentig bewährt. Als es hier die Geiselnahme gab und die so furchtbar endete mit dem Tod der israelischen Geiseln, da kamen Sie ja sicherlich auch nach Israel mit dem Gefühl, wir müssen jetzt wieder was in Ordnung bringen, was bei uns schiefgelaufen ist. Ja, natürlich. Das war praktisch der Beginn, dass ich mit den Israelis darüber gesprochen habe. Und habe ihnen versichert, wir tun alles, dass so etwas in Deutschland nicht nochmal passiert. Und wir sind sicher, dass das ein neuer Anfang in der Terrorismusbekämpfung in Deutschland ist. Haben Sie bei denen nicht nur, sagen wir mal, Trauer, sondern vielleicht auch Wut auf die Deutschen gespürt? Ja, das ist etwas überzogen wahrscheinlich dargestellt. Aber natürlich war man ärgerlich, nicht, über diese ganze, und die Trauer auch natürlich über die toten Kameraden und Mitkämpfer dort.
Aber das war ja noch nicht mehr zu ändern. Wir konnten ihnen nur klar machen, es wird kein zweites München oder Fürstenfeldbruck geben. Mhm. Nicht? Wir sorgen dafür. Nicht? Und deswegen müssen wir in Zukunft auch weiterhin zusammenarbeiten. Das war ganz wesentlich. Ist da aus dieser Begegnung ein Vertrauensverhältnis geworden? Ja, hundertprozentig, das kann man da so was sagen. Ich habe heute in der israelischen Armee sehr viele Freunde, angefangen vom Verteidigungsminister. Wir wollen uns jetzt mal nach München begeben und einmal schauen, wo im Grunde genommen alles begann. Es begann nämlich sehr fröhlich, sehr locker, ja. Ganz bewusst ein offenes und freundliches Deutschland. Ja, das kann man wohl sagen. Ja. September 1972, das waren fröhliche Spiele, so wurden sie annonciert. Ja. Und das wollte man auch unbedingt in Deutschland beweisen im Vergleich zu Berlin 1936. Hier sollten fröhliche, liberale, offene Spiele stattfinden. Ja. Wie war denn die Vorbereitung auf mögliche Sicherheitsprobleme? Ja, es gab also mehrere Besprechungen vorher. Wobei, wie gesagt, der Bund ja nur indirekt beteiligt war, nicht? Weil wir haben ja keine Kräfte gestellt. Das hat ja die bayerische Staatsregierung verlangt, dass die bayerische Polizei das macht. Wofür ich durchaus Verständnis habe, aber ich meine, ich hatte auch Verständnis dafür, dass man die an die Olympischen Spiele 36 gedacht hat, dass man nicht also ein militaristisches Schutzgitter da aufbauen wollte oder wie auch immer. Nicht? Das ist völlig verständlich. Aber was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, bei den ersten Besprechungen kam das so raus, dass man zum Beispiel einen völlig unzureichenden Zaun um das ganze olympische Dorf gebaut hat, der überhaupt kein Hindernis war. Die Sportler sind nachher während der Spiele am laufenden Band über den Zaun gehüpft. Nicht? Und das hat überhaupt nicht gewirkt. Genauso war es ein unmöglicher Zustand. Das fand ich also, als ich dann mit Genscher da war, dass die Polizeibeamten, die in einem fröhlichen blauen Anzug hier auftraten, überhaupt nicht bewaffnet waren. Die konnten überhaupt nichts tun. Die konnten nur weitermelden. Nicht? Das war's dann. Nicht? Und das war also für eine Großveranstaltung aus heutiger Sicht natürlich völlig unmöglich, aber auch aus damaliger Sicht, wir haben uns gesagt, also irgendwo sind da Riesenfehler drin in dem Sicherheitskonzept. Aber es gab ein Konzept und es ist offenbar auch durchgespielt worden. Was passiert eigentlich, wenn es hier einen Terroranschlag gibt? Der Polizeipsychologe Sieber, der damals zuständig war, hat das offenbar durchgespielt, den wollte aber niemand hören. Der hat es nicht durchgespielt, der hat es vorgetragen. Er hat das vorgetragen, er hat auch eine Geiselnahme vorgetragen. Und der Polizeipräsident, der hat abgewinkt und hat gesagt, das interessiert niemand. Das brauchen wir auch gar nicht. Dabei ist eigentlich, wir haben eben darüber gesprochen, 9/11 2001 in den USA, die Anschläge, das ist eine Zäsur sicherlich für die weltweite Antiterrorbekämpfung. Aber es gab die PLO, es gab Anschläge, es gab Entführungen und eigentlich hätte man sich darauf einstellen müssen. An und für sich hätte man sich darauf einstellen müssen. Also wir haben ja auch nationale Terroristen gehabt schon hier in Deutschland, nicht? Und man hätte also schon was tun müssen, das ist keine Frage. Ein Riesenfehler, ist keine Frage. Als die Spiele begannen, war die Atmosphäre so, wie man erhofft hatte. Das war eine wundervolle, bunte Atmosphäre, eine gute Stimmung überall. Ja. Mit der Entführung bzw. der Geiselnahme brach das plötzlich ab. Ja, also wir waren alle sehr ganz begeistert. Ich erinnere mich noch an die Eröffnungsfeier und so weiter. Nicht? Das war eine tolle Atmosphäre und so. Und dann kam das in der Nacht vom 4. zum 5. Da passierte dieser Terrorakt. Nicht? Also der Überfall auf dieses israelische Olympiaquartier. Sind Sie direkt informiert worden? Hat man direkt mit Ihnen überlegt, was können wir jetzt tun? Was gab es dazwischen? Wir haben das also später erfahren, also Stunden später. Wir waren inzwischen in der Stadt, in einem Hotel war das Genscher, der Stab von Genscher. Und wir haben das dann erfahren und sind natürlich sofort ins Olympische Dorf gefahren und haben uns dort mit Minister Merk und mit Herrn Schreiber getroffen.
Und was da im Einzelnen besprochen wurde, weiß ich nicht, weil ich nicht dabei war. Mhm. Die wollten nicht, dass da jemand dabei war. Aber einer der größten Probleme in dem Gesamtzusammenhang ist die Kommunikation nicht nur gewesen, sondern auch das, was zwischen Bund und Ländern passiert ist, zwischen verschiedenen Polizeieinheiten. Jetzt soll irgendwann in nächster Zukunft all das mal veröffentlicht werden. Das war lange, jetzt 40 richtig. Jahre unter Verschluss. Wird es da noch Überraschungen geben? Nein, das glaube ich nicht. Also, denn es war ja von vornherein klar, das hatten die Bayern ja damals auch verlangt, die bayerische Staatsregierung, weil das Ganze in München stattfand, die Olympischen Spiele in München stattfand, dass die bayerische Polizei für das Sicherheitskonzept zuständig ist. Und so wurde es auch gehandhabt. Nicht? Und auch der Minister sagte mir, ich kann mich noch entsinnen, dass ich mal gesprochen habe, sollten wir nicht einige unserer Einheiten vielleicht hier verlegen? Ich sagte, nein, wir sind nicht zuständig. Wir sind ein föderalistischer Staat und das ist in erster Linie eine bayerische Sache. Mhm. Da ich sage, aber die Bundesrepublik ist doch gefordert. Nicht? Und ja, es war halt so. War das Bewusstsein für die Gefahr nicht hoch genug oder war der Versuch, dies nun besonders fröhlich, friedlich hier zu gestalten, das eigentliche Problem? Beides würde ich sagen. Es war natürlich, auf der einen Seite hatte man immer die Spiele von 36 hier im Auge oder noch in Erinnerung und sagte, sowas darf in Deutschland nicht nochmal passieren. Nicht? Und dann hatte man eigentlich auch so, ich habe ein paar Mal so gefragt, ich habe mich mit bayerischen Polizeibeamten unterhalten, die sagten ja, wir wissen ja gar nichts, wir haben ja keine Ahnung, ob da irgendwas sowas auf uns zukommt. Nicht? Als die Geiselnahme passierte, als klar war, das ist eine dramatische Gefahr, die da entstanden ist, es gab die ersten Toten, zwei Israelis, ist da die Stimmung umgeschlagen? Hat man plötzlich gesagt, oh, wir müssen ganz schnell etwas nachholen? Wir müssen die Szenarien aus dem Aktenkoffer rausholen und versuchen zu reagieren? Nein. Da wollte man erst verhandeln mit dem Geiselnehmer. Und man wollte das Beste draus machen, wie man so sagt. Aber es geschah nicht etwas, das also zu einer neuen Beurteilung der Lage geführt hätte, sondern man sagte jetzt, wir werden mit der Sache schon fertig werden. Nicht? Was machte die Gefährlichkeit dieser Geiselnehmer aus? Abu Daud, einer der Drahtzieher der gesamten Aktion, hat einmal gesagt, das war eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Wir hätten uns jederzeit töten lassen bzw. als Selbstmordattentäter auftreten wollen. Waren die PLO intelligent, gut vorbereitet? Die waren gut vorbereitet, darüber gibt es gar keinen Zweifel. Man wusste zwar einiges über die Palästinenser, man wusste, dass die PFLP schon einige terroristische Anschläge irgendwo in der Welt verübt hatte. Aber man hatte überhaupt nicht daran gedacht, dass so etwas in München passieren würde. Wenn man das jetzt 40 Jahre danach insgesamt mal betrachtet, ist das etwas, aus dem die richtigen Lehren gezogen worden sind? Nicht nur, was die GSG 9 anbetrifft. Doch, ich glaube schon. Also wir haben ja nicht nur die GSG 9 aufgestellt danach, als Nummer 1 Lehrer aus diesem furchtbaren Ereignis, sondern es wurden ja auch sofort die Terrorismusabteilungen der Nachrichtendienste aufgebaut und auch das Bundeskriminalamt hat eine entsprechende Abteilung, die sich also mit dem Terrorismus beschäftigt. Sie selber sind nach der Entführung und Befreiung der Landshut, über die wir später noch sprechen, dann in sehr vielen Ländern tätig gewesen als Berater. Was hat das für Einblicke für Sie gemacht? Nicht nur als Berater, sondern wir haben auch in 13 Ländern ausgebildet. Nicht? Und das war natürlich von großer Bedeutung. Nicht? Und wir haben natürlich dadurch also auch ein Wissen angesammelt, nicht? Was heute bei der GSG 9 auch zu Buche schlägt, das ist keine Frage. Die GSG 9 ist heute eine der besten Spezialeinheiten der Welt, ohne zu übertreiben. Nicht? Was sind die Anforderungen in anderen Ländern? Was mussten Sie möglicherweise auch dort erst einmal als Grundlage vermitteln? Ist das Bewusstsein in allen Ländern, in denen Sie tätig waren, so, wie Sie das hier vorgefunden haben?
Es ist ein Unterschied, ob sie mit Europäern zu tun haben und, oder mit Arabern. Mit Arabern, nicht? Wobei man auch mit Arabern ziemliche Erfolge erzielen kann, nicht? Wenn man sie dazu bringt, bestimmte Lehren zu akzeptieren, nicht? Und bestimmte Vorgänge eben so durchzuführen, wie man das eben beibringt. Nicht? Wir müssen noch mal sprechen über die konkrete Situation, die sich damals ergab bei der Geiselnahme. Und auch dann einen Sprung machen in die 5 Jahre später Geiselnahme der Landshut. Ja, wir stehen im Olympiadorf in der Connollystraße. Hier waren die Geiseln, hier wurden sie festgehalten von den Terroristen. Es hat während der Verhandlungen groteske Szenen gegeben. Also grotesk war zum Beispiel die Tatsache, dass hier ganz viele Kameras aufgebaut waren von internationalen Fernsehanstalten, die die Bilder nicht nur hier gezeigt haben, sondern den Terroristen auch selber. Völlig unverständlich. Ja, also ich, für mich war das also ein Horror, als ich das gesehen habe. Und ich habe das auch dem Minister gesagt. Ich sage, wie kann man sowas zulassen, nachdem ich erfahren hatte, dass die Polizei jetzt eine Aktion startet. Nicht? Und ich sage, man kann doch nicht eine taktische Maßnahme vor den Augen der Weltöffentlichkeit durchführen, die mit Sicherheit dann schief geht. Nicht? Das ist keine Frage. Und das war für mich völlig unverständlich. Und wir haben das ja später dann nochmal nachgespielt mit der GSG 9 und natürlich anders. War das damals, was Sie dann durchgespielt haben, erfolgreich? Das wäre erfolgreich geworden. Man kann das nie sagen. Das ist ja eine Annahme, nicht? Denn wir können auch nicht sagen, dass das ohne Verluste abgegangen wäre. Aber es wäre erfolgreicher gewesen. Darüber gibt es gar keinen Zweifel. Wir haben Polizisten auf diesen Bildern immer wieder gesehen, die in Trainingsanzügen hier rumliefen und den Eindruck machten, sie wissen gar nicht so genau, was sie hier wollen und wozu sie die Befehle haben. Ja. Sind hier auf dem Dach gewesen, hier unten herumgelaufen. Ja. Das machte einen sehr, sehr amateurhaften Eindruck. Ja, das war auch der Ansatz. War auch amateurhaft. Also, so kann man eine Aktion, einen Sturm eines Objekts nicht durchführen. Darüber gibt es gar keinen Zweifel. Und es war völlig, also ich konnte es gar nicht glauben, als ich das gesehen habe, die Fernsehteams und diese Kameraleute und so weiter. Nicht? Und dann diese versuchten Aktionen der Polizei. Nicht? Mit teilweise völlig hilflosen Polizeibeamten, die sich auch nicht wohlfühlten. Keine Frage. Es hat immer wieder den Hinweis gegeben, israelische Kommandos hätten bereitgestanden, hätten helfen können, hätten eingesetzt werden können. Die Bundesregierung hat das abgelehnt. Ja, das muss man auch ein gewisses Verständnis haben. Ich meine, es war sehr ehrenhaft, dass die Israelis das angeboten haben. Darüber gibt es gar keinen Zweifel. Aber die Bundesregierung, und das hat mir auch der Minister noch mal klar gemacht, sagte, wir konnten nicht zustimmen aus den Gründen der Souveränität der Bundesrepublik. Würde man das heute noch mal so machen? Mit Sicherheit würde man heute eine Möglichkeit der Zusammenarbeit finden. Ne? Denn israelische Kommandos, mit denen Sie zusammen trainiert haben, haben Ihnen gesagt, wenn wir ein Problem hätten, GSG 9 wäre eine Truppe, die wir gerne, mit der wir gerne zusammenarbeiten. Das ist eben der Unterschied zu damals. Es hat ein Gerücht gegeben. Man hat ja immer wieder gesagt, es gab keine deutschen Spezialtruppen. Ja. Ein Gerücht gegeben, dass der Bundesnachrichtendienst eine solche Spezialtruppe hatte. Ist da was dran? Nein. Diese Truppe, diese sogenannte Stay-Behind-Geschichte, die kommt immer wieder hoch. Aber die Truppe war überhaupt nicht geeignet für einen Antiterror-Einsatz. Und inwieweit sie überhaupt existent war damals, möchte ich bezweifeln. Ich wusste nichts davon, der Minister wusste nichts davon. Woher kommt dieses Gerücht? Ja, haben einige Leute aufgebracht, die sich da offensichtlich in Szene setzen wollten. Also Sie gehen nicht davon aus, dass da wirklich was dran war? Nein. 5 Jahre nach dem Desaster hier in München, Ihr vielleicht größter persönlicher und beruflicher Erfolg, die Erstürmung der Landshut in Mogadischu. Sie haben alle Geiseln befreit in der Maschine. Was haben Sie damals gefühlt? Denn 5 Jahre lang haben Sie ja auch um die GSG 9 kämpfen müssen, um den Fortbestand.
Ja, Sie haben es ja richtig gesagt. 5 Jahre haben wir kämpfen müssen. Aber für uns, nicht nur für mich, sondern auch für meine Männer, war das eine Bestätigung, dass wir richtig gelegen haben. Und es war natürlich auch für mich ein persönlicher Triumph, dass ich nicht falsch gelegen habe und als ich auch der Regierung ja einiges zugemutet habe. Sie haben dann in den Folgejahren, eigentlich bis heute, immer mal wieder auch Situationen erlebt, wo die GSG 9 hätte erfolgreich eingesetzt werden können, wo sie aber nicht angefordert worden ist. Ja, es gibt die berühmte Geschichte von der Geiselnahme in Gladbeck. Ja. Da sagt man heute, im Grunde hätte die GSG 9 diese Situation bei weitem besser bewältigen können. Es ist gut, dass Sie das erwähnen. Es war eine lange Zeit, war das ein echtes Problem, die Zusammenarbeit mit den Ländern. Nicht? Und weil ein Teil der Länder sich geweigert hat, sie wollten das alles alleine machen, nicht? Dabei konnten sie es gar nicht. Sie waren taktisch nicht in der Lage, sie waren ausrüstungsmäßig nicht in der Lage. Und gerade diese Geschichte, die Sie gerade erwähnt haben, war für mich ein Anlass, auch der Innenministerkonferenz nochmal zu sagen, da muss ich was ändern. Und danach kam es ja dann zu den Vereinbarungen mit den Ländern. Das würde heute nicht mehr passieren. Also kann man heute sagen, die GSG 9 wird auch tatsächlich eingesetzt, wenn sie sinnvoll ist, das im ist Einsatz. Richtig. Ja. Wir stehen hier vor der Tafel, dem Angedenken an die Opfer in der Connolly-Straße. Wir werden den Terrorismus, das sagen Sie auch selber, wahrscheinlich nicht ausrotten können. Wird es weiter notwendig sein, solche Truppen wie die GSG 9 zu haben? Und werden wir sogar verstärkt darum kämpfen müssen? Ich meine, natürlich werden wir den Terrorismus nicht ausrotten können. Es gibt immer Leute, die meinen, sie müssten der Regierung zeigen, wo es lang geht, nicht? Und mal anders ausgedrückt. Aber gerade deswegen sind heute Einheiten wie die Spezialeinheiten, wie die GSG 9, lebenswichtig für eine Demokratie. Sie haben sehr gerne und oft von Pflicht gesprochen. Ja. Sie sind jetzt 82 Jahre alt. Jetzt muss 83. Man sich, 83 Jahre alt. Jetzt muss man sich schlicht mal fragen, haben Sie das Gefühl, in Ihrem Sinne und in Ihrer Vorstellung Ihre Pflicht erfüllt zu haben? Ich glaube schon. Ja. Also ich meine, für mich war die Zeit als Kommandeur der GSG 9 der Höhepunkt meiner Karriere. Das darf ich ganz offen sagen. Dieses preußische Empfinden des Pflichtgefühls, das habe ich eigentlich immer gehabt. Das wurde mir von meinen Eltern natürlich mitgegeben. Ich war der Überzeugung, ich habe meine Pflicht getan. Sie haben das manchmal tun müssen, indem Sie auch nicht Ihre Familie geschont haben. Ihre Tochter hat sehr offen auch gesagt, es gab Probleme in der Familie. Auch Ihre Frau hatte mal eine Zeit lang sehr große Probleme mit dieser Drucksituation. Sie waren ja auch persönlich sehr gefährdet. Ja. Wie würden Sie sich heute entscheiden? Natürlich ist das immer ein Problem der Familien. Es ist ja nicht nur meine Familie gewesen, sondern waren auch die Familien meiner Leute. Nicht? Und deswegen haben wir uns gerade um diese Familien auch besonders gekümmert. Wir haben immer einen Familientag gemacht im Jahr, nicht? Und wo wir uns um die Angehörigen gekümmert haben, weil sie verstehen sollten, was ihre Männer taten. Und dass das lebenswichtig war für die deutsche Demokratie. Und dass die Aufgabe der GSG 9, das haben wir immer versucht, den Angehörigen beizubringen, ist, Leben zu retten. Und das ist das A und O. Nicht? Sind Sie mit 83 zufrieden mit dem, was Sie getan haben? Ich glaube schon. Danke für das Gespräch.